Aber kommen wir, glaube ich, zurück zur AfD. Denn sie argumentiert noch mit einem sehr interessanten Punkt gegen die Vermögensteuer. Sie schreibt dort nämlich, zudem ist die Vermögensteuer bereits 1995 für verfassungswidrig erklärt worden. Das stimmt nicht. Also die AfD hat hier ja von eine Fehlinformation in ihrem Wahlprogramm drin. Ich weiß nicht, wie es die da reingeschafft hat, aber das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, die Vermögensteuer ist verfassungswidrig, sondern die aktuelle Erhebung von Vermögen, die verstößt gegen die Verfassung. Die Regierung muss die Werte für bestimmte Vermögenstitel neu erheben und man kann sie weiterhin Vermögenssteuer einziehen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat gesagt, okay, wenn wir die Vermögenssteuer jetzt so einfach abschaffen können, dann erheben wir einfach keine neuen Werte für diese Vermögenskredite und dann ist die Vermögenssteuer eben ausgelaufen, weil wenn man keine verfassungsgemäßen Werte hat, kann man sie nicht weiter erheben. Aber wenn man diese Werte neu erheben würde, dann könnte man die Vermögenssteuer auch weiter erheben. Das heißt, die Vermögenssteuer ist nicht verfassungswidrig, sondern ja, die schwarz-gelbe Regierung hatte damals keine Lust, ja, einfach zu bestimmen, welche Immobilien wie viel wert sind. Und die Regierung, die danach kam, also Rot-Grün, Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, jetzt Rot-Grün-Gelb, die hatten alle keine Lust, das neu zu erheben. Auch die Ampel könnte das jetzt jederzeit machen, wenn sie es wollte. Sie will es nur nicht. Glaubst du, wird mit diesem Programm die Wagenknecht eine Chance haben, medial betrachtet? Oder wird man ihr das irgendwie so auslegen als, keine Ahnung, ich meine mit diesem Ganzen, ich will die Reichen besteuern, hat sie ja ziemlich mächtige Feinde gegen sich, die nicht besteuert werden wollen. Ja, definitiv. Aber auch, ich glaube, die schlimmeren Feinde hat sie durch ihre geostrategischen Forderungen gegen sich. Denn diese hohen Steuersätze für Reiche, die sind ja aktuell, zumindest solange sie noch keine aktuelle Mehrheit holt, was, glaube ich, wirklich etwas unrealistisch ist, sind ja relativ unrealistisch. All diese geostrategischen Forderungen, Austritt aus der NATO, friedenssichernde Außenpolitik. Also damit kann sie auch den Diskurs in Deutschland wirklich radikal in eine andere Richtung verschieben. Und da werden die Medien am meisten gegen sie feuern. Also ich glaube, das wird das sein, weswegen man sie am meisten versucht, als rechts oder als Putin-nah oder neuerdings hat man ja, als sie gesagt hat, die Menschen in Gaza würden in einem Freiluftgefängnis leben, man da hat die Bild-Zeitung auch schon versucht, irgendwas Komisches rein zu interpretieren. Also da wird man versuchen, sie negativ zu framen mit, durch ihre außenpolitischen Forderungen vor allem. Ja. Ja, wir werden sehen, was Aber passiert im Endeffekt. Ja, die aber der glaube Punkt, die der Punkt ist nur, ich weiß nicht, inwiefern die AfD jetzt noch eine Konkurrenz ist. Ganz ehrlich. Ja, das heißt eine Konkurrenz. Viele Wähler nehmen sie halt als Alternative wahr. Deswegen ist sie eine Konkurrenz. Also man muss Genau. halt vor allem auf die wirtschaftlichen Punkte gehen. Man muss zeigen, dass die AfD eine Partei der Reichen ist. Man muss zeigen, dass dieses ja, Friedenspartei-Image, was sie sich jetzt im Ukraine-Krieg aufgebaut hat, dass das absolut nicht universell gilt, sondern dass das jetzt nur auf diesen einen Fall bezogen galt und dass die AfD allgemein gar nicht für eine friedlichere Außenpolitik ist. Das hat Grenzgänger-Studios in seinen Videos ja gut gezeigt, indem sie sich das Abstimmungsverhalten der AfD im Bundestag angesehen haben. Also ich glaube, damit Friedenspolitik und Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, damit muss man die AfD stellen, weil das die Punkte sind, wo die AfD sich für die Interessen des reichsten Prozents einsetzt und gegen die unteren 99% der Bevölkerung. Und du glaubst, dass das die richtige Strategie ist, um gegen die AfD vorzugehen? Ja, eindeutig. Diese Kulturkampfthemen oder was du gesagt hast, da gibt es einige Rassisten. Das, ja, wenn man das macht, sollte man das alles gut belegen können und da jetzt nicht, sich nicht drin verstricken, weil das am Ende zu nichts führt. Aber glaubst du nicht, dass die Leute, die die AfD wählen, auch bis zu einem gewissen Grad diese Kulturkampfthemen in den Vordergrund rücken und nicht so an dieser ganzen wirtschaftlichen Geschichte interessiert sind? Die Medien sagen ihnen, dass diese Kulturkampfthemen so relevant sind und was diesen Wokismus angeht, also dass die Meinungsfreiheit in Deutschland immer weiter beschränkt wird, dass ja, die Grünen versuchen gerade ihr Parteiprogramm in jeder identitätspolitischen Hinsicht zum herrschenden Gesetz zu machen. Also das ist ja was, was die Wagenknecht-Partei genauso ablehnt. Also da gibt es ja nicht mal relevante Differenzen. Oder dass wokistische Organisationen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, dass die keine Fördergelder mehr erhalten sollten. Also das fordert, das wird die Wagenknecht-Partei dann nämlich mal an genauso fordern. Also da Aber wird Sie es haben das noch keine nicht Differenzen zur gefordert, AfD oder? geben. Das haben Sie noch nicht gefordert. Weil man noch nicht so ins Detail gegangen ist. Aber man hat sich ja gegen Cancel Culture, gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit ausgesprochen. Also wird man sich am Ende auch gegen den Wokismus, der damit eng zusammenhängt, auch aussprechen müssen. Wahrscheinlich, ja. Gehe ich davon aus, ja. Gehe ich davon Vor allem aus. werden dann ja viele Leute der Partei beitreten, die sich mit diesen Kulturkampfthemen ja auseinandergesetzt haben und die sagen, hey, es gibt jetzt endlich eine interessante linke Alternative, die werden das, glaube ich, bespielen, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Dann gibt es noch genug Leute, die werden dann in die Partei kommen. Ja.
Aber wie siehst du zum Beispiel, weil du am Anfang gesagt hast, man muss härter gegen die Grünen und die AfD gehen, gegen die Grünen und die SPD, wie könnte man sich von denen abgrenzen? Auch wirtschaftlich? Wirtschaftlich, ja, wirtschaftlich, außenpolitisch, bezogen auf diese Cancel Culture, Wokismus, in allen Punkten. Also man kann sich wirklich jeden Punkt von SPD und Grünen abgrenzen. Die machen eine wirklich antisoziale, brandgefährliche Politik. Das muss man wirklich in jedem Bereich kritisieren. Ja. Aber ich glaube, das machen sie eh gut. Ich glaube, das ist ja so irgendwie der Grund, warum sie auch so populär ist, oder? Ja. Also ich glaube, das ist allen Leuten klar. Die Frage ist nur, was man mit die Linke macht. Das ist die große Frage, weil ich Ich glaube, die glaube, wird verschwinden. Die wird keine wichtige Rolle spielen. Also. wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch, dass dies irgendwie verschwinden wird und da werden sich Teile von der Linken einfach den Grünen anbiedern und zuordnen und das war's dann. Ich glaube, so auf diese Art werden sie verschwinden, indem sie sich einfach den Grünen anschließen. Weil was sollen sie sonst machen? Einfach akzeptieren, dass sie nicht mehr da sind? Das halte ich für unwahrscheinlich. Also, es kann natürlich passieren, dass die Partei auseinanderfliegt. Ich glaube, die wird jetzt erstmal zusammenhalten und danach im nächsten Bundestagswahl erstmal aus dem Bundestag fliegen und dann wird sich das auch sehr schnell zerlegen. Und kann sie in Ostdeutschland vielleicht noch eine Rolle spielen, aber in Westdeutschland und auf Bundesebene ist sie dann langfristig tot. Voll.